Ich würde gerne noch mal auf Ihren zweiten Punkt zurückkommen, die Entwicklungshilfe. Die zuständige Ministerin Svenja Schulze fordert 2 Milliarden zusätzlich und aus ihrem Etat will sie Projekte fördern. Ich zitiere das mal, wie ein Gender-Training für Sozialarbeiter in China für 500 Millionen Euro. Und Kamerun soll bis 2028 sogar 21 Millionen Euro für, ich zitiere das wieder, gender-transformative Ansätze zur Stärkung der Zivilgesellschaft bekommen. Das sind jetzt nur 2 Beispiele. Aber sind solche Ausgaben gegenüber Steuerzahlern überhaupt irgendwie noch zu rechtfertigen und zu erklären? Ich bin dafür eine kritische Inventur. Ich nenne ja als Beispiel immer die Fahrradwege in Peru, die der frühere CSU-Entwicklungshilfeminister Müller auf den Weg gebracht hat und die wir bis heute finanzieren. Ich bin für eine kritische Inventur. Auch die Entwicklungszusammenarbeit muss ja in einen Zusammenhang mit unserem deutschen Staatsinteresse gestellt werden. Was bedeutet das konkret? Ich glaube, wir müssen durchaus uns auf der Weltbühne engagieren, nicht nur aus humanitären Gründen, sondern wir haben ja beispielsweise ein Interesse daran, Migrationsbewegungen aus Afrika zu reduzieren. Und wenn Menschen dort wirtschaftliche Perspektiven haben, wenn Diskriminierung in Gesellschaften bekämpft wird, dann reduziert das die Migrationsströme nach Europa. Und manches Projekt von denen, die Sie geschildert haben, leisten dazu möglicherweise einen Beitrag. Aber eine kritische Inventur ist nötig. Wir können nicht mehr überall auf der Welt so mitspielen wie zu Zeiten eines CSU-Entwicklungsministers. Das heißt, Frau Schulze wird die 2 Milliarden nicht kriegen, die 2 zusätzlichen Milliarden. Ich äußere mich öffentlich jetzt nicht über einzelne Ressorts, aber für mich ist klar, so wie das zur Zeit der Großen Koalition noch ging, ist es jetzt nicht mehr möglich. Denn zur Wahrheit gehört auch, die sehr, sehr hohen Entwicklungshilfeausgaben, die wir seit damals haben, die wurden auch dadurch finanziert, dass wir die Bundeswehr vernachlässigt haben. Und wir werden jetzt die Bundeswehr ja weiter stärken müssen in den nächsten Jahren. Das bedeutet, an anderen Stellen der internationalen Zusammenarbeit kann es nicht so einfach weiterlaufen wie früher zu Zeiten der Großen Koalition. Sie sagen, Sie wollen die Bundeswehr stärken. Das wird Ihren Kollegen Boris Pistorius freuen, den Verteidigungsminister. Der will ja statt den geplanten 52 Milliarden jetzt fast 59 Milliarden im kommenden Jahr. Einerseits wegen der Hilfen für die Ukraine, aber andererseits auch eben für die Bundeswehr. Diese Forderung können Sie doch dann eigentlich gar nicht ablehnen, oder? In den letzten 25 Jahren hat es bestimmt keinen Finanzminister gegeben, der mehr für die Bundeswehr ermöglicht hat als ich. Ich erinnere nur daran, dass das 100 Milliarden Euro Sonderprogramm im Grundgesetz ja auf meine Initiative seinerzeit zurückgegangen ist. Und das werden wir noch nutzen bis 2027, bis 2028. Mein klares Commitment ist, das 2%-Ziel der NATO, also 2% der jährlichen Wirtschaftsleistung unseres Landes für die Landes- und Bündnisverteidigung, diese Zusage steht. Aber gegenwärtig nutzen wir dafür auch das Sonderprogramm im Grundgesetz. Das haben Sie vorhin gesagt, kaum jemand hat so viel getan wie Sie. Trotzdem hat Boris Pistorius neulich dem Vernehmen nach gesagt, ich muss das hier nicht machen, als es um die Etatverhandlung ging. Wie kommen Sie da zusammen? Ich glaube, er meinte nicht mich. Nee? Nee. Was glauben Sie, wen er gemeint hat? Ich weiß es nicht. Das war ja in einem Gespräch mit Abgeordneten. Okay. Ich war nicht dabei. Okay.